geschafft haben, diese zwei von mir gemalten Gemälde in einem wirklich echten Kunstmuseum in Deutschland aufzuhängen, seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Hier nochmal ein wirklich ernst gemeinter Aufruf. Das, was wir jetzt machen, ist höchstgradig uncool, aber so eine Art Experiment. Wie lange schaffen wir es, Kunst, die in unserem Sinne Kunst ist, in ein Museum zu hängen, bis das Museum es wieder abhängt? Macht das bitte wirklich nicht nach. Wir achten die Kunst, wir achten die Kunstfreiheit, wir achten Museen und deren Kuratoren. Bitte macht das nicht nach. Dankeschön. Gut, dann setzen wir uns mal ran. Wir haben auf jeden Fall die hochwertigsten Acrylfarben. 18 Euro, wer Bösen erkennt, weiß, dass das auf jeden Fall gar nichts ist. Zum Glück kann ich extrem gut... Zum Glück kann ich ja das Ganze ganz gut auch malen und bin extrem begabt, was das Ganze angeht. Guck mal. Wow! Ah, das Hochhaus, ne? Oh, das Hochhaus! Zufrieden. Ja, ich find's gut. Der Malzeichen ist mit einem kleinen Mini-Spaten Sachen reinzuziehen, oder? Wir haben jetzt hier zwei Kunstwerke geschaffen. Eine Unterwasserpflanze, die Beeren trägt, ein Himbeerbusch tatsächlich, der durch diesen grünen Ozonstreifen, durch die steigenden Meeresspiegel halt davongegangen ist. Und das hier ist das, was in mir drin ist. Ich fand, das sah cooler aus ohne den Busch. Nein, das ist einfach das stilbrechende Mittel. Okay. Und nur um dich abzufangen, mache ich jetzt noch einen drauf. Das ist es. Also folgendes, wir gehen jetzt gleich ins Museum. Bevor wir das aber machen, möchte ich ganz kurz meinen Rechtsbeistand anrufen, Herr Anwalt. Also wenn der jetzt sagen würde, es wäre Hausfriedensbruch, dann ist das wirklich echt ein dickes Ding. Und ich habe eigentlich keinen Bock, eine Anzeige zu kassieren. Vor allen Dingen will ich halt jetzt nicht irgendwelche Leute zu irgendwelchen dummen Sachen anstiften. Deshalb checken wir das vorher nochmal kurz ab. Hallo Chat, wie geht's? Nee, ich stream nicht. Ich bin gerade in einem Video. Hallo Herr Anwalt, frohes Neues. Frohes Neues, was geht? Ich habe eine wirklich sehr grenzdebile, dämliche Frage. Wie immer. Nee, wirklich, diesmal ist es so dumm wie noch nie. Pass auf, was ist, wenn ich ein Bild gemalt habe, ja? Also ich habe selber ein Bild gemalt auf Leinwand und so und das möchte ich einfach im Museum aufhängen. Darf ich das? Einfach so ins Museum gehen? Nö, das darfst du natürlich nicht. Also das ist bestimmt der Museumsinhaber. Aber gibt's, was da hängen darf und was nicht. Aber gibt es da Regeln so? Also könnte man mich da... Der Museumsinhaber hat das Hausrecht. Entweder der jeweilige Mieter des Objektes oder der Eigentümer des Objektes. Ja? Ja. Und brauchst du ja noch was dafür. Okay, und wenn ich... Du kannst das machen, aber dann hängt ja das einfach wieder ab und gibt's dir wieder. Okay, aber also man könnte mich dafür jetzt nicht anzeigen. Wahrscheinlich wirst du deswegen nicht angezeigt werden, nein. Das ist jetzt nicht irgendwie Hausfriedensbruch oder... Nö, ich meine, wenn du da jetzt mit so riesigen Sachen ankommen würdest oder sowas, ne, was den Betrieb jetzt irgendwie einschränkt oder sowas. Nee, das sind so zwei, ein ganz kleines Bild eigentlich nur, was ich mit selbstklebendem Klebeband an der Stelle klebe, wo nichts kaputt geht. Aber ein Hausverbot oder so können die mir dafür schon geben. Das können die machen, ja. Okay, alles klar, weiß Bescheid. Vielen, vielen Dank dir. Super, danke schön. Ciao, ciao. Also ich könnte ein Hausverbot bekommen. Will ich eigentlich nicht, weil ich will ja echt, das ist ein geiles Museum. Können wir nicht irgendein Billo-Museum wählen in Köln? Okay, ich rufe jetzt noch ganz kurz einen Kollegen von mir an, der ist Künstler. Und frag ihn mal ganz kurz, was er davon hält. Also ein sehr guter Kunstfreund von mir. Hi Max, was geht? Hi, frohes Neues. Max, pass auf, ich habe eine Frage an dich. Guck mal, ich habe was gemacht. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Okay. Wie findest du das? Ganz witzig, ganz cool. Wie ganz witzig? Ist doch cool, oder? Ja. Ist Kunst, oder? Ja. Ja, ich fahre jetzt gleich nach Köln in ein Museum und ich habe hinten so Klebeband drauf, selbstklebendes, und dann klebe ich das an eine Oberfläche, wo es keine Schäden macht. Hat der Dave auch gemacht. Hat Dave das auch gemacht? Dave hat schon ein Video gemacht. In einem Museum? Ja. Dave? Ja. Okay, wir haben ein Problem. Pass auf, ja. Ich drehe seit, also ich habe jetzt 3 Tage lang an Kunst gearbeitet, ja? An ja. Bildern, damit ich die einfach in einem Museum aufhänge. Jetzt hat mir eben einfach Max gesagt, nachdem ich ihm das Kunstwerk bewerten lassen habe, dass du das schon mal gemacht hast. Ja. Ja, und ich wusste das halt nicht. Ja, ist doch gut, mach doch auch. Nee, ich mach das jetzt auch, aber ich wollte dich auch einfach wissen, hast du da Stress bekommen für? Nee, aber ich habe die auch hängen lassen und bin dann rausgegangen. Und ich glaube, die hingen so 24 Stunden oder so. Aber die haben uns nicht dabei erwischt. So ganz entspannt die andere Seite vom doppelseitigen Klebeband abgemacht und das dann einfach dahin gehängt. Und hast du das richtig öffentlich aufgehangen? Ja, also da, wo die anderen Bilder hängen. Und ist da irgendwo Kameras oder sowas? Ja, überall. Fuck, okay, wie hast du das gemacht? Zähne zusammengebissen und gemacht.
gemacht und so eine Frau ist uns auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Wir haben da keinen Bock drauf. Und du hast gefilmt mit dem Handy? Nee, ich hatte das unter meinem T-Shirt. Ja, okay, wir müssen das halt einfach durchziehen, Alter. Scheiß drauf. Also Dave hat leider Gottes das gleiche Museum gewählt. Das hängen wir eh nicht auf. Das doch, wir nehmen das Backup ab. Wir haben beide gebraucht. Aber was soll denn mit dem Bild passieren? Ja, Dirk, du weißt nicht, was passiert. Wer bereitet sich noch so auf den Museumsbesuch vor? Boah! Guck mal, Digga, man sieht gar nichts. Kann man auch nochmal gehen jetzt? Die tasten ab im Museum. Ja, was? Hast du das mal gemacht? Digga, wer ist da heute? Wir haben irgendwelche... Du hast deinen Touchbrett auch. So, Nick, das ist wirklich dein Probemodus. Hier ist mein Corona-Infosweis, also danke schön. Ausweis? Ja, hier, ja, super, danke schön. Ich check mal ganz gut. Wo haben Sie das dabei? Das muss eine gute Ausrede kommen. Tatsächlich ist das ein Kunstprojekt. Ich möchte dieses Bild möglichst viele Kunst zeigen und Kunst auf das Bild wirken lassen. Ich glaube, man sieht das schon, oder? Hm, es geht. Ich muss das mal nach links. Okay, ganz kurz, wir sind auf Toilette. Problem ist folgendes. Überall hier sind weiße Wände, die mit Filz bedeckt sind. Das ist eine Picasso Ausstellung, also der krasseste Künstler überhaupt. Wüsste nicht, wenn ich so an die Wände festmache, ob es da Schaden gibt. Es sind überall Kameras, sehr viele Security, es ist sehr voll in dem Museum. Und meine Kunst ist so beschissen, dass sie eigentlich nur hierhin gehört, nämlich auf die Toilette. Tobi sieht das anders, der will das durchziehen. Ich finde das ein bisschen anmaßend, muss ich ehrlich sein. Ich krieg's einfach nicht ins Herz gebracht, wirklich neben dem Großmeister von Picasso einfach mein Werk zu hängen. Das kann ich, da haben die Leute Gedanken gemacht bei der Ausstellung und so weiter und so fort. Ich fühle mich dabei einfach schlecht. Na, guck mal hier. Hier auf der Wand. Dieses halt. Hier klebt es halt, hier kann man es easy entfernen, wenn was ist. Aber es passt für die Winde. Das macht schon Eindruck hier. Das wert pass auf. Hier hängt mein Werk. Ich würde sagen, wir schneiden kurz eine Probe und mal gucken, was der macht. Denn wir müssen jetzt ganz schnell dieses Museum verlassen. Wir haben uns dazu entschieden. In der Ausstellung ist es viel zu cool. Weil da sind viele Securities und die gucken, wir waren einmal ganz nah an dem Gemälde dran für das Gericht. Jedenfalls, wir haben einen ganz guten Spot hier gefunden. Das ist eigentlich so ein Nebengang und hier ist gar nichts. Hier gucken immer Leute hin. Aber hier gucken immer Leute hin, wenn man denkt, halt hier ist was, wenn man hier um die Ecke kommt. Und das nutzen wir jetzt aus. Okay, Leute, es hat halt wirklich geklappt. Unsere, beziehungsweise meine Kunst, also eigentlich der letzte Abfall, hängt jetzt tatsächlich in dem Museum. Hier nochmal der ganz wichtige Hinweis. Bitte macht das wirklich nicht nach. Wir haben es versucht, in so gut wie möglich respektvollen Umgang zu machen. Ich habe es bewusst am Klo aufgehangen und vor allem da, wo keine andere Ausstellung ist. Liebes Museum, bitte zeigt mich dafür nicht an. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich möchte wirklich keinen Stress. Ich hole die Sachen noch weg und streiche von mir so auf die Wand neu, wenn da irgendwas sein sollte, was ich allerdings bezweifle. Letztendlich kann ich nur noch sagen, falls ihr das Ding auf der Toilette vielleicht finden solltet und es immer noch in irgendeiner Art und Weise da hängt, taggt mich gerne auf Instagram. Ganz lieber Gruß geht raus und das war's von diesem Video. Ich hoffe mal, das geht nicht nach hinten los. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.